Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir sind bei Part 14 und wir müssen mit ihm reden, um eine Aufgabe zu bekommen. Prinz. Gut siehst du aus. Ja, ja. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Heißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Das werden wir dann gleich mal tun. Bis zum nächsten Mal. Wann wollen wir uns treffen? Wo müssten wir denn da hin? Malerische Liefertour, wo muss ich die denn eigentlich abgeben? Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Ja. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Haha. So, wir geben jetzt erstmal den Quest ab. Gut, dass ich jetzt nachgeguckt habe, weil ich das schon wieder vergessen hatte. Malerische Liefertour heißt der Quest. Die haben immer was anderes an, das ist voll lustig. Schauen auch immer ein bisschen anders aus, glaube ich. Aber sie machen immer das Gleiche. Lauf, Noctis! Du kannst das, ich weiß es. Ich denke mal, wir müssen hier hin. Was suchen Sie heute? Oder auch Schauen nicht. Sie mal wieder vorbei. Vielleicht bei dem, der da steht. Hallo? Nö. Hm. Willkommen. Bestien. Ein Design, das sich gefährliche Bestien zum Thema genommen hat. Für alle, die hinterm Steuer selbst zum Biest werden. Oh, 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 oh. Wie lustig. Stets zu Diensten. Komisch. Da muss eigentlich müsste irgendwo einer stehen. Was mit dir? Hallo auch. Hm. Was steht denn da? Sid hat Tucker damit beauftragt, Noctis den Ernst des Lebens beizubringen und ihn etwas arbeiten zu lassen. Der Prinz hat den Auftrag erhalten, etwas für Tucker abzuholen. Wie nett. Nee, ich muss da hoch. Komisch. Ah, schön. Ich will eigentlich nicht unbedingt einkaufen. Hm. Kann ich nicht hochspringen, das ist ja gemein. Ist es eigentlich anstrengend, die Kraft der Könige zu benutzen? Schon. Morgens komme ich kaum aus dem Bett. Vielleicht solltest du einfach früher schlafen gehen. Das ist doch komisch. Ach so, eine Lucis-Tomate besorgen, wir müssen die einkaufen. Ha, 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 hätte mir das vielleicht jemand gleich mal gesagt. Herzlichen Dank. Ich kaufe aber jetzt gleich mehr, weil ich die sowieso brauche. Den kaufe ich auch, weil das was Neues ist. Wildzwiebel. Wo ist ein Noctis Lieblingsessen? Steak Sandwich. Was braucht er dann noch? Alpha Garula Filet. Haben wir nicht hier, oder? Toll, das gibt's natürlich nicht. Schauen Sie mal wieder vorbei. Klar. Hallo auch. Hä, die habe ich doch jetzt besorgt, oder nicht?
Willkommen. Gut, das wird schon so passen. Wir brauchen ja eigentlich auch plus eine. Jetzt muss ich mich nur noch beeilen. Ha. Ja, das ging ziemlich schnell. Da kann man ja kaum von Arbeit sprechen. Aufgabenziel. Das ist also hier unten. Dann gehen wir erstmal dahin. Tada! Prina und Umbra. Die beiden Hunde von Luna Freya gehören zu den 24 Emissären und fungieren als Boten zwischen der Kanagi und dem Prinzen. Die Hündin Prina ist weiß, ihr Bruder Umbra hingegen nachtschwarz. Emissären. Was sind das? Aber die sind cool, die Hunde. Die mag ich gern. Ich mache jetzt dann mal die Ladevorgänge weg, weil das dauert so ewig lang. Nockt? Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Echt wahr, mach dich mal locker. Okay, dann gehen wir mal kurz hier hin. Sorry. Ignis, lass uns einkaufen. Gute Idee. Wir sollten unsere Vorräte auffüllen. Spring durch gegen die Wand. Hier. Oho. Seid ihr schon fündig geworden? Klar. War viel zu einfach. Wenn Sid das wüsste. Hast wohl recht. Beim nächsten Mal sollte ich die Anforderungen vielleicht noch ein wenig höher ansetzen. Yep. Trotzdem, ihr habt mir einen Besorgungsgang erspart. Dafür sollt ihr nicht leer ausgehen. Kocht was Nettes damit. Dankeschön. Jeha. Seht euch an, was wir alles bekommen. Das ist so cool. Du bist der Freund von Sid. Passt bloß auf da draußen. Haben wir keine Aufgabe mehr? Habt ihr Zeit, mir wieder... Was hat der eigentlich für ein Problem, der Tucker? Ist das wieder bloß eine Einkaufstour? Nein, die Schonzeit ist vorbei. Für euch hat jetzt die Jagdsaison begonnen. Ihr sollt mir was erlegen. Die Beute möchte ich für ein neues Gericht verwenden. Ich hoffe, ich überschätze euch nicht. Das ist so strange, der Kerl. Jägerschnitzel wider Willen. Hab ich schon eins? Das wäre ja cool. Esst ihr auch ordentlich? Was kann ich für euch tun? Nichts. Ha, ich hab schon eins. Ihr seid heil zurück. Ja, und was kochst du jetzt damit? Etwas, das selbst dir schmeckt. Heißt das? Ganz genau. Das musst du unbedingt bestellen. Und hier ist eure Belohnung. Kocht was damit. Yeah! So kann's weitergehen. Seht euch die Erfahrungspunkte an, wie sie fließen. So schön. Ich bin so glücklich. Ich hätte gern nochmal eine Aufgabe. Hallo. Lust mir zu helfen? Der Typ ist so strange. Klar. Was gibt's diesmal? Nahrungsbeschaffung. Mir sind die Vorräte ausgegangen. Gut, wird erledigt. Vielen Dank. Und viel Erfolg auch. Ich glaube, das habe ich auch schon. Ich sollte meinen Vorratsschrank besser im Auge haben. Okay. Die Frage ist, können wir... Wo ist denn das eigentlich? Das ist hier unten, okay? Rätsel in mehreren Akten. Oh, das ist cool. Das müssen wir uns später mal angucken. Das ist hier, das ist auch zu weit weg. Das ist Stufe 11, das ist viel weiter weg, als ich dachte. Dann machen wir dann später erstmal den hier. Aber jetzt gehe ich erstmal...
Bäcker könnte doch sicher selbst auf die Jagd gehen. Mit seinem Küchenmesser? Ich wette, er wüsste besser als wir, wo es... Habe ich das jetzt schon? Nee, ich glaube nicht. Richtig wehtut. Das glaubt. Mir ist gerade was aufgefallen. Hier unten sieht man die Königswaffen, ganz unten. Ich kann es euch leider nicht zeigen, aber wenn ihr da jetzt noch weiter runter guckt, da stehen Königswaffen und wir haben mittlerweile zwei. Nicht schlecht, oder? Ja. Ignis, bitte halt die Klappe. Oh, der nervt so. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Ich weiß. Schlafen wir irgendwo. Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Jetzt muss ich nur gucken. Nackt. Willst du wirklich noch fahren? Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Der heult schon so ein bisschen rum. Eigentlich könnte ich auch nur hochlaufen. Dürfte eigentlich nicht so viel passieren, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich da runterfahre, bin ich schneller da. Hohoho. War ich da oben überhaupt schon mal? Ruh du dich nur aus, Ignis. Dann laufen wir halt einfach. Ist ja auch kein Ding. Mitten in der Nacht rumzulaufen ist viel, viel besser. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hinlaufen muss. Einfach geradeaus. Okay, gut zu wissen. Wir müssen halt nur auf die Sicher aufpassen, aber das Ganze ist ja nicht so weit weg, dass ich sagen muss, ich habe voll Schiss vor den Sichern und sterbe gleich, wenn mir einer begegnet, sondern ich kann ja dann immer noch davonlaufen. Und ich laufe falsch, wir müssen in die Richtung. Da oben ist er schon, echt seht ihr? Angenehm hier. Ja, stimmt. Ist gar nicht weit weg. Wir kämpfen nicht gegen den Sicher, das steht schon mal fest. Er ist schon ziemlich krank. Ich bin gespannt, wann wir unseren ersten Sicherkampf machen können. Ich möchte nur ein bisschen besser noch werden, bevor ich das mache. Endlich sind wir da. Schlafen unterm Sternenhimmel. Was gibt's heute zum Essen? Mal gucken. Oh, grottig. Aber hey, wir haben auch nicht so viel gemacht. Was fehlt mir dazu eigentlich noch? Ach ja, genau, das Garula-Filet. Erfahrungspunkte gewinnen. Plus 20%. Schnitzel mit Tomatensauce. Mm. Wilder Jägerspieß, Schnitzel mit Tomatensauce. Fitnessbrot. Dann machen wir das doch mal. Wegen dem Erfahrungspunkte-Bonus. Weil wir ja jetzt diese ganzen Zwischenquests machen. Diese Mini-Dinger, die Nebenaufgaben. Und ich hoffe, ich schaffe das zeitlich. Och, lecker Schmecker. Das sieht so gut aus, das Essen. Ich bin wirklich froh. Es freut mich total. Prompto und Noctis machen Fotos. Und schon wieder hat er sich den Rücken verletzt. Wieso macht er das immer? Das können wir mal behalten. Dann haben wir auch mal eins von Ignis. Das ist mega überbelichtet. Aber es sieht gut aus. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fotos wir jetzt schon haben. Ich habe mir auch schon überlegt,
Noct, hast du Zeit? Ja? Morgen früh könnte ich Hilfe gebrauchen. Früh aufstehen? Warum denn? Ich bräuchte Hilfe beim Frühstück machen. Klar. Na gut, von mir aus. Sehr schön. Dann schlaf gut. Danke. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Fotos als Thumbnail hernehme. Thumbnail, so heißt's. Aber das. Ich möchte so einheitliche Thumbnails, die gefallen mir besser. Deswegen, ja. Dein Freund hat dich auf einen Streifzug eingeladen. Schließe dich ihm beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht zu weit von der Lagerstelle entfernen. Könntest du darauf bitte aufpassen? Lass es nicht anbrennen. Oh oh. Wie mache ich das? Schon mal was von Umrühren gehört? Oh krass. Kann ich das? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe noch nie was umgerührt in dem Spiel. Passe während des Gesprächs mit Ignis darauf auf, dass der Eintopf nicht anbrennt. Rühre stetig um. Wann hast du das letzte Mal gekocht? Keine Ahnung. Bei einem deiner Jobs vielleicht? Ja, war aber nie so wirklich ernsthaft bei der Sache. Man sieht's, mein Lieber, man sieht's. Ich geb mir echt Mühe. So, dann wollen wir doch mal sehen. Noch nicht gar. Rühre bitte weiter um. Der Eintopf braucht noch ein wenig. Vergiss beim Gespräch nicht umzurühren, damit er nicht anbrennt. Sag mal, warum hast du mich eigentlich gebeten zu helfen? Weil wir beide in letzter Zeit kaum zum Reden kommen. Vielleicht bedrückt dich ja was. Deshalb also? Du warst schon immer viel zu besorgt um mich. Meine königliche Pflicht, Majestät. Dein Hobby. So, das dürfte reichen. Oh, ausgezeichnet. Gerade richtig. Möchtest du mal kosten? Oh. Selbstgekocht schmeckt es immer am besten. Hast du recht. Willst du es demnächst etwa auch mal alleine versuchen? Nö, dir kann ich eh nicht das Wasser reichen. Alter Charmeur, das geht mir runter wie Butter. Und wie hat dir unser Kochausflug gefallen? Gut. Ja, war zur Abwechslung mal ganz nett. Allerdings viel zu früh. Denk daran, Noct. Der frühe Chocobo fängt den Wurm. Ja, ja. Morgen wieder? Du hörst von mir, Ignis. Haha. Krieg ich dafür Erfahrungspunkte? Du hast mir sehr geholfen. Wirklich? Na, das freut mich aber. Ja. Wow, das ist cool. Fertigkeitspunkte haben wir bekommen. 20 sogar. Was wollte ich? Magie wollte ich machen. Die Anwendung eines Elementarzaubers gewährt 1 FP. Oh, geil. Das ist cool. So, was machen wir als nächstes? Wir haben Aufgaben ja noch einige vor uns. Wo ist denn... Funkeln auf Rädern. Okay, dann machen wir erstmal den hier. Dafür brauchen wir unseren Wagen. Ich laufe da jetzt mal kurz hin. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Lasst nichts liegen. Und wir fahren. Okay.
Schmeckt dieser Ebony-Kaffee wirklich so gut? Wie oft soll ich's denn noch sagen? Ja. Wir haben es bald geschafft. Ignis, halt mal an. Fundstelle. Verstanden. Also los, Bewegung. Hey Nacht, über dir. Ah. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Toll gemacht. Das hat er wieder perfekt hinbekommen. Das schaffen wir doch locker. Denkst du, ja? Ich kann hier nirgendwo drauf springen. Wieso kann ich da nirgendwo hochspringen? Da war doch vorher was. Das war jetzt irgendwie doof, dass ich da davon gelaufen bin. Aber jetzt warte ich einfach mal ab, bis dass die wieder oben sind. Schon wieder die Neffen. Unter den gegebenen Umständen. Aha. Okay, Feuer ist ganz gut. Jawohl. Auf welcher Seite stehst du? B, C und S. Gut, das war's. Geschafft. Ah! Der wollte mich über den Haufen fahren. Habt ihr das gesehen? Das war ein versuchter Mord. Haha. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Wir sind gleich da. Hurra. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Muss mal kurz meine Magie wieder ausrüsten. Jawohl. Oh. Hä? Ach so, der andere hat ja die Magie noch ausgerüstet. Also müssen wir uns selbst was zusammenmixen. Jetzt habe ich schon drei. Ich weiß gar nicht.
Habe ich das freigeschalten? Wusste ich gar nicht. Dann laufen wir da mal kurz hin. Die Gegend, die Dino meint. Toll. Ja. Beeilen wir uns. Lasst uns die Suche beginnen. Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Alter, das wird hart. Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Alter, da ist ein Scharfschütze. Ich hasse Scharfschützen. Das wollte ich eigentlich ja nicht. Ich brenne. Ich komme nicht weg. Trotzdem nicht nachlassen. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt gehe ich sowas von drauf. Ich gehe sowas von drauf. Ich habe übrigens die Steine gefunden. Wieso kann ich denn da nirgendwo hochspringen? Ist das hier scheiß Ernst? Stufe 16, da müssen wir davonlaufen. Die sind viel zu strong für uns. Ich dachte mir schon, was geht denn jetzt ab? Wieso die so stark sind? Jetzt wundert es mich nicht mehr. Aber ich muss sie zerstören. Was gibt's hier noch Schönes? Aber ich verstehe nicht, warum ich mich da nicht hinwarpen konnte. Warum ging das nicht? Die sind alle da vorne. Ich habe keine Chance. Imperiale Truppen. Geht vorsichtig vor. Sehr gut. Mein Gott, warum geht denn das nicht? Was soll denn das? Das ist richtig blöd. Manchmal geht das Warp-Zeug nicht. Penner. Ich glaube, ich krieg gleich einen zittrigen. Das ist das Beste. Alter, das war der Falsche. Gegen den haben wir keine Chance.
Natürlich greife ich wieder den an. Könnten wir da mal davonlaufen? Hier haben wir sie. Nur noch eben Postboten spielen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ist blöd gelaufen, aber wir haben es geschafft und damit ist es okay. Machen wir gleich mal weiter. Ich muss nur zu meinem Auto zurück, das hier ist. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es so ist. Gebt mir ein Like, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part, macht's gut und tschüssi.